Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum August 2016 und liebe Löwen, es ist euer Monat, also alles Gute zum Geburtstag. Ich heiße euch herzlich willkommen aus dem Plätti Zoo in Frauenfeld aus der Schweiz. Leider Gottes, ich kann mich nicht zerreißen, gibt es keine andere Möglichkeit, hier Löwen ins Bild zu kriegen, außer in den Zoo zu gehen. Das ist so etwas, das mache ich nur ganz, ganz selten und eigentlich haben die hier auch wirklich einen ganz kleinen Käfig. Nun ja, aber so ist das halt leider. Wir haben hier wunderschöne Tiere und es war sehr, sehr interessant. Ich bin jetzt hier an dieses Gehege gekommen und das Männchen hat irgendwie, lag da so, hat mich gesehen, hat mich schon so angeguckt und hat sich direkt weggedreht. Also ich kann ihn voll verstehen. Also meine Lieben, das sind sehr, sehr königliche Tiere, sehr stolze Tiere, sehr große Tiere, sehr gefährliche Tiere. Die königlichen, majestätischen Farben sind Gold, ist die Sonne auch als Symbol, oder? Der Sonnengott Ra, die Helligkeit, die Hitze, das Temperament, das Feuer, das ist alles Löwe. Und auch der Stolz, das Selbstbewusstsein und einfach die Königlichkeit. Okay, also wir hätten auch noch eine Grundenergie für alle Sternzeichen in diesem Monat August 2016. Und das wäre nämlich der Page der Münzen auf dem Kopf. Für mich sind das sehr fröhliche Menschen, vielleicht junge Menschen oder jung gebliebene Menschen, ja, die so ein bisschen zigeunermäßig sind. Also mit so Leuten kann man sehr, sehr gut feiern, finde ich. Aber vielleicht sollte man von denen nicht allzu viel erwarten, was vielleicht Zuverlässigkeit angeht oder so. So eine Energie oder Treue angeht, so eine Energie könnte irgendwie in diesem Monat kommen für uns alle. Also das ist wie so ein kleiner roter Faden, der uns alle so ein bisschen angeht. Aber ich sehe da drin eigentlich mehr so eine spielerische, leichte Energie. Es kann einfach sein, dass wir vielleicht mehr uns rauswagen, einfach Leute kennenlernen und einfach das Leben genießen und es vielleicht auch mal nicht ganz so genau nehmen. Also irgendwie war das so, das kam mir jetzt einfach so in den Sinn beim Pagen der Münzen auf dem Kopf jetzt hier. Ne? Ich denke mal, wenn wir uns darauf beschränken, dann auch einfach den Monat etwas spielerisch zu sehen, vielleicht mit Leuten, mit neuen Leuten, die wir kennenlernen, dann ist das sehr, sehr gut. Auf alle Fälle ist es immer ratsam, eben genau zu prüfen, mit wem wir es so zu tun haben, falls wir da tiefergehende Entscheidungen treffen. So, alles klar, dann fangen wir mal an mit euren Karten. So, meine Lieben, jetzt seid ihr endlich dran. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem Stadion aus Zürich hier. Und zwar, ich habe hier so einen ganz, ganz großen Platz ausgesucht, eine Riesenarena, denn der Löwe ist ja der König der Tiere. Und für einen König braucht es eine königliche, ruhmreiche Atmosphäre. Und deswegen bin ich hier im Stadion. Schauen wir uns mal eure Tendenzen an für den Monat August 2016. Hallo meine lieben Steinböcke, willkommen also endlich nun zu euch, zu euren Tendenzen für den August 2016 und ich habe jetzt hier einfach mal so vier Karten für euch ausgelegt, einfach so als Rundumschlag, was euch so erwartet. Und zwar, das ist jetzt nun so, jetzt haben wir hier sehr, sehr viele aktive Energien hier. Also es geht darum, wirklich am Leben teilzunehmen, Spaß zu haben, aktiv zu sein. Vielleicht auch darum zu kämpfen, Fuß zu fassen oder auf irgendeine Art und Weise mit den Möglichkeiten zu gehen, zu jonglieren quasi mit den Möglichkeiten und auch nichts zu ernst zu nehmen und das Leben zu genießen. Also das ist so ein bisschen das, was ich hier sehe, erstmal so von diesen vier Karten. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, wie das jetzt tendenziell bei euch läuft hier oder laufen könnte in den verschiedenen Bereichen. Also mir ist natürlich bewusst, es schauen sehr viele Steinböcke hier zu und das ist natürlich sehr allgemein. Schau dir auch ruhig deinen Aszendenten an und dein Mondzeichen und dann bekommst du auch noch mal ein runderes Bild unter Umständen. Wir haben jetzt hier vom 1. bis zum 10. August. Wie geht es euch denn hier oben gesundheitlich, psychisch und physisch? Und da sehe ich die Liebenden. Die Liebenden, es kann gut sein, dass ihr eine Entscheidung trefft in Bezug auf eure Gesundheit, in Bezug auf euer Fitnesstraining auch, ja, oder auf eure Psyche in irgendeinem Sinne. Also das ist ja hier das Thema Gesundheit im Allgemeinen. Okay, also das können wirklich auch solche Themen sein, eben wie ich gerade aufgezählt habe und halt alles, was so mit dem Körper eben zu tun hat. Ne?
und mit der Psyche. Entweder ihr fällt da eine Entscheidung, die wichtig ist. Vielleicht entscheidet ihr euch, bestimmte Dinge nicht mehr zu essen oder ein bestimmtes Programm zu machen für euch, ne? Solche Dinge können es durchaus sein. Oder, weil wir haben jetzt hier die Liebenden, es kann sehr gut sein, dass ihr verliebt seid hier. Oder einfach, dass ihr mit dem Herzen arbeitet oder mit dem Herzen vielleicht zu tun habt und da irgendwie Maßnahmen euch überlegt, wie ihr eure Gesundheit verbessern könnt, je nachdem, in was für einem gesundheitlichen Zustand du natürlich bist, lieber Steinbock. Ich sehe hier aber keine Verschlechterung, ne, sondern eher eine Entscheidung vielleicht bezüglich diesem Thema. Jetzt haben wir hier bei euch im Job, da haben wir Ritter Gabriel. Also der Ritter Gabriel, es ist ja hier, ich arbeite mit dem Dorian Virtue Erzengel Tarot wieder mal, gell? Und zwar, das sind ja die klassischen Tarotkarten, interpretiert von der Dorian Virtue als Engelkarten, ne? Also deswegen lasse ich auch immer mehr so mein Wissen einfließen über das Tarot. Das wäre hier das Deck hier. Und ja, der Ritter der Stäbe jetzt in dem klassischen Tarot, der zeigt oftmals einen Umzug an, ne? Das kann auch gut sein, dass du vielleicht reisen musst wegen der Arbeit oder vielleicht größere Distanzen oder größere Strecken auf dich nimmst oder so im Außendienst tätig bist und einfach viel unterwegs bist mit dem Job. Auf alle Fälle ist da Bewegung im Job. Es kann gut sein, dass da Bewerbungen geschrieben werden oder Projekte zu dir kommen. Ja, oder dass es viel Kontakt gibt mit Menschen und es da einfach sehr, sehr viel Aktivität eben ist in diesem Bereich. Also das ist ein sehr aktiver Bereich hier, sehe ich, ja. Wer einen Job sucht, kann ganz gut fündig werden hier, ne? Das kommt halt immer drauf an, wo du da gerade stehst. Das kommt natürlich immer drauf an, also weil es sind einfach recht viele Möglichkeiten hier, aber es ist natürlich schon so, dass wir auch hier oben diese Konkurrenzkarte hatten, oder? Also das sind jetzt hier 5 der Stäbe und es kann sehr gut sein, dass du da eben wirklich mit den Möglichkeiten hier balancierst, okay? Und da eben, ja, go with the flow, also nimm es so, wie es ist, ne? Aber auf alle Fälle ist da eben sehr viel Aktivität und deine Chancen stehen vielleicht nicht schlecht im nächsten Monat, sagen wir es mal so. Dann hätten wir jetzt hier in den kreativen Projekten und das kann auch das Bild sein, welches du malst, ne? Das kann, kann aber auch ein Nebenjob sein, wo man noch ein bisschen was verdient oder so. Oder das kann ein soziales Projekt sein, wo man sich selber ehrenamtlich engagiert. Sowas kann es auch durchaus sein. Und hier sehe ich 4 Gabriel und 4 Gabriel ist so die Offenheit nach außen. Ja, Vitamin B und viel Kundenkontakt. Das kann hier wirklich sein oder dass du, das ist auch ein guter Rat, hier weißt du, auch vielleicht den Leuten auch wirklich zu sagen, was man sucht oder einfach auch zu sagen, was man verkauft, ja, Networking und vielleicht auch selbst was verkaufen. Diese Tätigkeiten werden hier sehr begünstigt. Und auf alle Fälle gibt es eine sehr große Öffnung nach außen und Kontakt mit Menschen. Und dieses kann man ja nutzen für das, was man da machen möchte, ja. Und das sehe ich hier einfach sehr. Sind jetzt nicht die großen Geldkarten, ne? Und mit Geld ist es auch so ein bisschen so ein Balanceakt, siehe die 2 der Münzen dort liegen. Ja, ist auch hier viel Kreativität, ne? Wer Kunst macht oder so weiter, ist 4 Gabriel auch sehr kreativ. Jetzt haben wir jetzt hier in der Liebe Bube Gabriel. Das könnte ein jüngerer Mensch sein, ein sehr temperamentvoller Mensch, eine Frau oder ein Mann, also irgendwie Leute, die entweder jünger wirken oder jung sind. Und es kann gut sein, dass die einfach in deinem Leben sind. Das sind nicht die reifsten Persönlichkeiten, ne? Aber das ist halt, mit denen kannst du schon Spaß haben. Und bei dir geht es auch mehr um Lockerheit, Spiel und Spaß hier allgemein im Monat. Also da sehe ich, glaube ich, eher so was Spielerisches. Aber das Spielerische, Leidenschaftliche, das wäre hier schon gegeben. Die sind auch leidenschaftlich, die Leute hier. Ja? Also wer flirten will oder so, kann das gut tun. Wer in einer bestehenden Partnerschaft ist, kann sein, dass da einfach auch eine spielerische Leichtigkeit reinkommt oder dass die anders reinkommt als Energie.
Dann haben wir hier die Leute, die dich umgeben, Freunde, Partner. Ja, die Leute auf der Arbeit, einfach irgendwie Menschen, die bei dir sind im Umfeld. Ja, das kann wirklich jeder sein. Und da sehen wir den Stern. Und das sind Menschen, die sehr ehrlich sind, die eine große Zukunft vor sich haben, die sehr viel wollen auch. Aber das kann auch anzeigen, dass das auch gute Menschen sind, auch für deine Zukunft tatsächlich. Ja? Dass hier vielleicht auch Freundschaften entstehen, die auch echt in die Zukunft reichen. Vielleicht triffst du ja jemanden, so den du toll findest, oder auch einfach sehr gute Freunde, die gegenseitig inspirierend sind und echt ein Rückhalt sind oder einfach in die Zukunft tragen. Vielleicht hast du wirklich Kontakte, die eben noch in Zukunft bestehen werden. Und das kann auch hier durchaus Familie sein, Freundeskreis oder irgendwie so. Ja, die können auch in den gesundheitlichen Bereich fallen. Ja, das ist dann vielleicht wie ein Coach, der dich noch lange begleiten wird. Das können auch solche Sachen sein, aber eben Leute, du hast gute Leute um dich rum, ja, um es einfach so zu benennen im Allgemeinen. Also da muss man jetzt auch nicht, da muss man auch wissen, das ist wie gesagt nochmal allgemein hier, ne? Ja, man muss sich immer die Leute angucken und immer das Umfeld. Das ist natürlich auch ganz klar, ja. Gut, jetzt haben wir hier vom 10. bis zum 20. August 2016 7 Ariel hätten wir jetzt hier in der Gesundheit im Wellnessbereich. Und da gilt es, Geduld zu haben. Also wenn du ein bestimmtes Ergebnis hier forcierst, dann wirst du keinen Erfolg haben. Die Karte sagt ganz klar, bitte Geduld haben. Ja? Und vor allen Dingen weitermachen mit dem, was du vorher gemacht hast, je nachdem, was du da tust. Ja, das kann halt auch hier schon wieder so ein bisschen dieses Hü und Hot sein, dass du irgendwie noch nicht dieses stabile Fundament hier erreichst, sondern wirklich noch zuwarten musst und Geduld haben. Dann haben wir hier im Job die Königin Michael. Das kann sein, dass es eine gute Beraterin ist, eine Chefin ist oder jemand, der wichtig wird in deinen Jobangelegenheiten, ja? Das ist eine gute Beraterin, falls es um Geldangelegenheit geht, weil das ist so eine sehr kühle Person. Das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein auch, ja. Oder das kann sein, dass du selber sehr analytisch unterwegs bist in diesem Monat und sehr klar denkst und so weiter. Und dir selbst ein guter Berater oder eine gute Beraterin bist. Vielleicht ist diese Beratung auch ganz gut, um eben auch nochmal mehr Stabilität zu haben. Aber ich sehe trotzdem auch, dass du in diesem Monat sehr viel Spaß haben wirst. Dann haben wir kreative Projekte, 2 Raphael. Vielleicht steht da eine Zusammenarbeit an, ne, weil das ist jetzt hier ein Paar. Und auf alle Fälle, falls es eine Zusammenarbeit ist oder es zu einem Nebenjob kommt, dann ist das etwas, was du sehr genießen wirst. Also immer, wenn diese Karte im Job auftaucht oder bei Bewerbungsgesprächen oder bei irgendwelchen Sachen, dann ist das immer eine sehr, sehr schöne Energie so zur Zusammenarbeit. Also ich hatte das mal und der Job, das war so in einem sehr, sehr coolen Team. Es waren jetzt nicht nur 2 Leute, sondern es war ein ganzes Team. Und es hat sich nicht angefühlt wie Arbeiten, sondern einfach wie mehr so wie dort abhängen oder sowas, ja? Tatsächlich. Also sowas soll es geben. ja, falls es ein Nebenjob ist, falls es was Kreatives ist, dann sollte es auch in einem schönen Team sein. Ne? Das große Geld kann da kommen, muss aber nicht. Es ist aber eigentlich viel mehr sowas, dass es eine Harmonie gibt insgesamt. Und wir hatten ja bei dir eh so dieses, du musst halt so vielleicht manchmal auch ein bisschen kämpfen um deine Stabilität. Es ist so ein bisschen wackelig halt. Aber wie gesagt, wir haben hier auch die Genusskarte, die 9 der Kelche und das ist immer ganz, ganz schön. Und vor allen Dingen haben wir dich hier auch relativ passioniert und feurig liegen. Das kannst du als Person sein oder das können Menschen sein, die dir noch hilfreich zur Seite stehen können oder wichtig werden eben auch. Aber ich sehe das eher als eine Energie, dass du mehr so eine lebendige Energie hast eigentlich hier in dem Monat. Dann haben wir in der Liebe Frieden 13. Irgendwas läuft sich da tot. Etwas beendet sich hier in der Liebe. Vielleicht ist es hier der Flirt mit Bube Gabriel, ja? Ne? Weil das sind nicht die beständigsten Leute. Und hier beendet sich das irgendwie oder endet einfach. Da können sich verschiedene Sachen beenden. Also in einer bestehenden Beziehung können Verhaltensweisen auch beendet werden. Und die Beziehung, die beendet, also die endet gar nicht, ja? Die ganze Beziehung kann auch enden, ne? Es kann eine Affäre enden. Es kann auch einfach sein, dass du eine Entscheidung triffst für dein Liebesleben, die eben eine Beendigung fordert. Ne? Aber das kann auch tatsächlich eine Transformation sein und es muss nicht immer schlecht sein. Vielleicht denkst du auch, dass irgendwas nicht ganz gestimmt hat und hast da die Chance, das dann halt zu beseitigen hier. Aber es ist ein natürliches Ende und ich denke, das tut auch gut, wenn das da liegt.
Dann haben wir jetzt hier die Leute, die dich umgeben. Bube Raphael, schon wieder jung geblieben oder junge Menschen oder auch Kinder. Vielleicht arbeitest du auch tatsächlich mit Kindern hier. Oder lernst einfach sehr viele junge Leute kennen irgendwie. Oder Leute, die einfach jugendlich wirken. Ne? Aber das sind in der Regel sehr, sehr liebe und nette Menschen. Und bei denen ist man auch gut aufgehoben. Und es kann gut sein, dass die einen auch so ein bisschen verehren oder einfach sehr, sehr mögen oder lieben gar. Ne? Also das ist auch öfter mal, wenn das so da liegt. Dann haben wir jetzt hier da oben vom 20. bis Ende August 16 As Gabriel. Ja, in der Gesundheit, im Wellness, ein Geschenk der Leidenschaft, Gelegenheit und Inspiration, die Chance, etwas Fantastisches zu tun, ein Gefühl des Staunens, ja. Also so sollte es dir eigentlich gehen. Ich denke, so psychisch gesehen jetzt, ne, muss man so blöd zu sagen, jetzt ist ja tendenziell schon wieder für alle möglichen Leute, ist ja klar, ne. Aber du, dir sollte es zum Bäume ausreißen gehen und du solltest vital dich fühlen, ne. Und weitestgehend gesund. Also wenn Leute da irgendwie Beschwerden hatten, gegebenenfalls kann es sein, dass da ja, eine neue Kraft, eine neue Lebenskraft reinkommt, die das alles auch relativiert, okay? Oder ein Neuanfang in gesundheitlichen Dingen. Vielleicht etwas, was du mit mehr Aktion tust, mit mehr Willen, Willenskraft durchziehst. Programme, Sportsachen etc., okay? Dann haben wir hier im Job die Sonne, ja, die Sonne, wow. Also ich denke, da sollte es eigentlich sehr, sehr schön sein im Beruf. Also wenn du arbeitest, dann, dann kann es sein, dass du dich da einfach wohlfühlst auf der Arbeit, dass es auch geldmäßig stimmt oder dass es einfach allgemein geldmäßig stimmt. Also auf alle Fälle sollte es dir dort hier auch sehr, sehr gut gehen, ob du nun arbeitest oder nicht. Und geldmäßig soll es hier auch stimmen. Dann haben wir jetzt hier... die kreativen Projekte, Nebenjobs und so, 6 Gabriel. Oh, da bist du der Gewinner oder die Gewinnerin. Glückwunsch, du hast großartige Arbeit geleistet, ne? Zeit, das nächste Projekt anzugehen, Auszeichnung, Stipendien oder Beförderung. Ja, das sagt's ja auch schon alles. Also, ich denke, du solltest dich da in diesem Bereich sehr erfolgreich fühlen, was auch immer du da anpackst. Göttliche Führung in der Liebe. Also entweder du lässt dich einfach führen und vertraust, dass die Partnerin, der Partner in dein Leben kommt. Oder du vertraust einfach wirklich deinen Bezugspersonen und deinem Partner, deiner Partnerin. Und da ist einfach sehr viel Vertrauen da. Oder auch kann auch sein, dass du den Sinn dessen, was ist gerade in deinem Liebesleben, auch wirklich verstehst. Und vielleicht auch verstehst, dass die Lage eben so ist, wie sie halt ist, ne? Ob du nun in einer bestehenden Partnerschaft bist oder nicht. Und hier haben wir noch eine Zusatzkarte, den Stern. Und wenn du gebunden bist, dann kann es auch gut sein, dass du wirklich dich wohlfühlst in der Beziehung oder einfach weißt, was der Sinn ist von dieser Beziehung und dass du auch wirklich ja, auf einen guten Stern hoffst und auf eine weite Zukunft. Ja, man hat auch hier gute Möglichkeiten, jemanden auf Dauer zu finden, die für die Singles. Und hier echt jemanden kennenzulernen, der wichtig sein könnte. Jetzt haben wir 8 Raphael hier bei den Leuten, die dich umgeben. Da geht jemand oder die Leute sind einfach traurig, verlassen vielleicht das Boot irgendwie. Vielleicht hat es auch hier zu tun mit dem Frieden. Und ja, die Leute, die gehen ihre Wege. Es kann sein, dass jemand einfach Abschied nimmt. Das kann sehr gut sein, ne? Weil das sind ja die Leute, die dich umgeben. Aber dir geht es ganz gut. Dich tangiert es gar nicht, ne? Das sind einfach die anderen. Gut, meine lieben Steinböcke, also vielen herzlichen Dank. Hallo! Hallo!